Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück auf meinem kleinen schrumpeligen YouTube-Kanal. Heute von mitten auf der Straße. Und warum sind wir hier? Weil ich euch... Sonne. dieses Haus hier vorstellen möchte, das sich hier befindet in der Nähe von Caracal, ganz im Süden von Oltenia. Direkt am Olt, wie ihr nachher noch sehen werdet. Hier gibt es einen kleinen Bahnübergang. Aber dazu auch noch später. Ansonsten ist die Straße relativ ruhig. Und wie ihr hört, hört ihr nichts. Eine ganz ruhige Gegend also. Und um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, gehen wir jetzt mal rein. Das Haus wurde vor kurzem renoviert. Ich muss mal nachfragen, wann genau, kann ich euch nachher schnell sagen. Hier dieses graue Haus, diese Hälfte, ist schon das Nachbargrundstück. Es dreht sich nur um dieses Haus hier, das weiße. Breite von dem Grundstück 14,5 Meter. Betonierte Einfahrt. Ein trauriges Baumstümpfchen, aber da kann man ja dann je nach Belieben was machen. Hier haben wir einen Garten, ist noch ausbaufähig das Grundstück. Das Grundstück geht bis ganz da hinten zu den Büschen, wo der hohe Baum ist. Es ist typisch für rumänische Grundstücke, die sind eigentlich nur ein langer Schlauch. Ich vermute mal, ich weiß es nicht, ich vermute mal, weil in der Vergangenheit dann halt immer die Grundstücke aufgeteilt worden sind zwischen den Erben und so immer schmaler geworden sind im Laufe der Jahrhunderte. Aber wie gesagt, sicher bin ich mir nicht, es ist nur eine Vermutung von mir. Obstbäume, so wie es aussieht, Kirschen, irgendwelches Steinobst. Da drüben sind ein paar Apfelbäume. Das ist auch recht typisch für rumänische Grundstücke. Hier ist der Zaun dann. Und dahinter kommt, ist auch noch ein Haus, aber es sieht recht verwildert aus. Sieht so aus, als wäre das nicht mehr bewohnt. Hier nochmal das Ganze von der anderen Seite vom Grundstück. So, hier hinten ist das Grundstück dann nur noch 9 Meter breit. Also es läuft zu. Nach hinten hin. Es ist vergleichbar das Haus wie so ein Tiny House, aber hier kann man ja noch anbauen dann, je nach Bedarf. Man kann noch ein Stück dazu bauen. Hier zum Beispiel haben wir so einen Gartengeräteschuppen, der hier angebaut wurde. Den kann man ja wegmachen und dann das ganze Haus hier nach hinten verlängern. Was man halt machen muss, ist dann das Haus eher länger gestalten, weil die Breite ist begrenzt mit den 14 Metern. Letzte Woche sogar. Ach, okay.
Dann gehen wir mal in die erste Tür rein. Hier haben wir direkt ein Wohnzimmer. Leider kann ich noch keine Maße aufnehmen. Ich muss mir erst noch so einen digitalen Maßstab holen. Hier haben wir ein Schlafzimmer. Wie groß ist der Raum? Ich schätze so 3,5 x 4,5 Meter. Gut, die Einrichtung macht man dann ja je nach Lust und Laune selber. Die Möbel hier sind nicht dabei im Kaufpreis, aber alles andere wäre für 2000 Euro Aufpreis mit dabei. Kommt man ins zweite Schlafzimmer. Ah, ist sogar offen. Sieht dann so hier aus. Das Haus wird zurzeit noch bewohnt, also nicht erschrecken, aber nur sporadisch, immer mal wieder für ein paar Tage. Ein Kachelofen. Nächste Tür wäre dann eine Küche, Warmwasserboiler, ein Bad, WC, eine kleine Küche. Ach so, das Schlafzimmer hier ist ein bisschen größer. Ich schätze so 4,5 x 4,5 Meter. Die Küche relativ klein. Was soll das sein? 3 Meter, na vielleicht 2,70 x 3 Meter. Ein kleines Bad. Und hier ist die nächste Tür, wo wir dann wieder rauskommen. Es fährt gerade Eisenbahn vorbei, habt ihr ja gehört. Die Eisenbahn hier drin hört man sie nicht wirklich. Und hier haben wir dann noch ein Außen, eine kleine Dusche und so ein französisches Plumpsklo. Wenn man jetzt im Garten was arbeitet oder so und nicht mit dem Garten schon ins Haus will, kann man hier dann auf Klo oder sich duschen und dann kann man das recht einfach mit dem Abzieher in das superduper französische Plumpsklo rein abziehen. Hier wie gesagt der kleine Verhau für Gartengerät, aber das kann man ja nach Lust und Laune selber machen, wieder wegreißen und selber was machen. Ich persönlich würde jetzt hier das Gebäude noch weiterbauen, bis dort, wo der Beton aufhört. Und dann quasi wie zwei Tiny Homes aneinander würde ich das machen. Feige. So, jetzt hätte ich euch noch gerne in Old zeigen wollen. Da kann man theoretisch gut zu Fuß hinlaufen. Das sind nur 500 Meter von dem Haus weg. Aber ich bin jetzt hier unter der Eisenbahnstrecke. Aber leider ist hier drüben so ein kleiner Streifen mit Schilf, wo so sumpfig ist. Kann man leider nicht bis zum Old rüberlaufen. Hinter diesem aufgeschütteten Hügel hier befindet sich der Oldstausee, den ihr vorher in der Drohnenaufnahme gesehen habt. Aber wie gesagt, leider komme ich hier nicht durch die Schilfwüste. Die Eisenbahnlinie, ja, da fährt so jede halbe Stunde mal tagsüber ein Zug. Der Besitzer von dem Haus hat mir jetzt gesagt, dass abends oder nachts dann ab 11 fährt dann kein Zug mehr bis zum nächsten Morgen. Aber wie gesagt, wenn ihr sowieso im Haus drin seid, dann hört man den Zug sowieso nicht. Ist nur, wenn man draußen sitzt, dann hört man den ab und zu. Zur Donau runter sind es ungefähr 50 Kilometer von hier aus. In die Berge, in die Karpaten hoch sind so 200, 220 Kilometer. Transfaragajan dürfte von hier aus so 300 Kilometer sein. Transalpina ebenso um die 270, 300 Kilometer.
Also man hat es schön hier. Und da vorne unter dem Haus die Feigen wachsen, da gehe ich davon aus, dass der Winter hier auch relativ mild ist, so wie bei mir. Es ist anscheinend so, weil hier in Südoltenien, das ist alles landwirtschaftliches Gebiet, alles Topfeben. Und da wird leider der Wind nicht so richtig abgehalten und darum zieht es hier öfter durch. Was bedeutet, dass es hier im Winter doch mal relativ kalt werden kann. Aber die Winter hier sind auch überschaubar kurz. Man hat jede Menge Sonnentage. Das Dach ist südgeneigt von dem Haus, also wäre perfekt auch für eine PV-Anlage, die dann mit Batterien ausgerüstet praktisch das ganze Haus mit Strom versorgen können. Bei den über 300 Sonnentagen hier im Jahr wäre man eigentlich blöde, wenn man es nicht machen würde mit der PV-Anlage. Die sind auch nicht mehr so teuer, die Dinger. Ich würde es auf jeden Fall tun. Ich werde es auch noch tun. Sobald ich dran gehe, mein Haus umzubauen, werde ich dort auf jeden Fall eine PV-Anlage aufs Dach machen. Das ist das Haus. Die ganzen technischen Daten, die blende ich euch im Video ein. Und was ich alles so übers Haus rausgefunden habe, dass es zum Beispiel auch Kunststofffenster hat. Das Wasser kommt aus dem Brunnen vorm Haus, ist Trinkwasser. Abwasser ist an die Kanalisation angeschlossen. Dann haben wir noch Strom, ist angeschlossen. Internet ist angeschlossen. Glasfaser natürlich, wie es sich gehört für Rumänien. Ich hoffe, der Wind ist nicht allzu laut, aber mit dem neuen Mikro sollte das eigentlich funktionieren. Ohne viel Windgeräusche. Wenn ihr wollt, wenn ihr das Haus wollt, wenn ihr Interesse dran habt, schlagt zu. Ich habe mich hier mit einem Bekannten von mir zusammengetan, der den rumänischen Part übernimmt. Er ist Rumäne, spricht aber auch perfekt Deutsch und ich übernehme den deutschen Part, um hier in Zukunft euch Häuser anbieten zu können. Das ist jetzt nur ein Beispielhaus für diesen Preis, der angeboten ist. Wenn ihr was anderes sucht, günstiger, teurer, neuer, größer, meldet euch bei mir, da können wir euch helfen. Hauptsächlich hier in Oltenia, Muntenia, aber auch Transsilvanien, wenn ihr wollt. Jetzt kommt wieder eine Eisenbahn. So, das war's jetzt. Ist hier unten schon noch ein bisschen lauter, vor allem wenn es über die Stahlbrücke geht. Also nochmal weiter im Text. Wenn ihr andere Vorstellungen habt vom Haus, größer, kleiner, neuer, älter, ein größeres Grundstück, gar kein Problem, das können wir euch hier suchen. Ihr meldet euch nur bei mir, erklärt mir eure Vorstellungen, was ihr für ein Budget habt und dann können wir hier loslegen und können für euch ein Haus suchen. Ist überhaupt kein Problem. In dem Fall sage ich schon mal Tschüss. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder hier auf meinem kleinen rumpeligen Rumänien-Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, schreibt das unten in die Kommentare und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen, denn ich habe vor, in Zukunft noch andere Häuser und Grundstücke hier vorzustellen auf diesem Kanal. Eventuell, wenn das dann gut läuft, dann kann ich auch einen eigenen Kanal aufmachen, wo ich dann nur für die Häuser habe und einen nur für alles andere in Rumänien. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Bis auf Weiteres kommen die Videos von den Häusern, Grundstücken oder Immobilien allgemein hier auf diesem Kanal. Schaut wieder rein, aktiviert die Glocke, weil dann verpasst ihr kein Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Micha. Jetzt habe ich auch einen Spruch wieder drauf, den ich immer sage zum Schluss.